Ich begrüße euch alle herzlich zurück hier bei Dragon Age Inquisition. Wir machen direkt weiter, denn wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Ja, auf dem Hof der guten Kaiserin von Orlais. Und ich denke mal, es ist Zeit, dass wir hineingehen. Wir haben 50 Ruf oder eher 50 Ansehen. Und ich bin gespannt, ob wir das noch weiter steigern können. Inquisitor, einen Moment bitte. Ich bin mir sicher, ihr seid im Umgang mit den meisten Adligen vertraut. Aber das Spiel ist etwas anderes als die Intrigen in den freien Marschen. Es geht nicht einfach nur um Etikette und Protokoll. Jedes Wort, jede Geste wird abgewogen und daraufhin bewertet, ob ihr Schwächen offenbart. Schwächen offenbart? Ah ja. Ja, ich werde vorsichtig sein. Klingt, als wären sie nett. Sie machen mir keine Angst. Ja, wir befolgen natürlich ihren Rat. Keine Sorge. Ich werde vorsichtig sein. Das Spiel ist wie eine Partie Sündenfall und der Einsatz der Tod. Deckt eure Karten niemals auf. Wenn ihr die Kaiserin trefft, ruhen die Augen des gesamten Hofes auf euch. Im Nichts mit dem Dämon der Angst werdet ihr sicherer. Ja, danke schön. Warnt auch die anderen. Es wäre vielleicht ratsam, auch die anderen zu warnen. Cassandra ist normalerweise nicht sonderlich feinsinnig oder bedacht. Ich werde versuchen, es taktvoll zu vermitteln. Es wird schon alles gut gehen. Das hoffe ich. Möge Andraste über uns wachen. Oh ja. Ich denke mal, wir werden jetzt einige sehr schwere Entscheidungen treffen müssen, die dann unseren Ruf oder unser Ansehen nicht gerade sanft behandeln werden. Ich hoffe mal das Beste für uns. Das Allerbeste. Feen Harel, der Schreckenswolf. Den Legenden zufolge waren unsere verehrten Götter vor dem Fall? Schade. Mann, ich will die Texte zu Ende lesen. La, schöner Soundtrack. Ah ja. Apropos Ansehen. Ich hoffe, wir können unser Ansehen überhaupt noch weiter steigern und wir mussten nicht da draußen vor dem Hof bereits auf die 100 Ansehen kommen. Ah, das sieht gut aus. Festibül. Ah ja. Raus kommen wir nicht mehr. Da kommen wir auch nicht lang. Jo, ihr merkt, ich bin schon ganz freudig, hier das Gebäude zu erkunden. Oh ja, schön. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich glaube, da vorne ist unser guter Gaspon, wie ich ihn so gerne nenne. Oh, und wie schön das hier aber aussieht. Was hat der Schacht vor? Es würde mich nicht überraschen, wenn er den Inquisitor nur zum Spaß hergebeten hätte. Ich höre euch, meine Freunde. Ach, Varric, was tust du denn hier? Das ist also nur der Winterpalast? Wie sieht denn dann bitte der Sommerpalast aus? Gute Frage. Ich muss diese Jacke etwas weitermachen lassen. Diese Paradeuniform ist lächerlich. Eine formelle Rüstung wäre besser gewesen. Finde ich aber auch. Adeliger. Warum sind hier so viele Elfen? Die Kaiserin hat sie eingeladen. Selene hätte den gesamten Flügel umgestalten lassen, aber der Zeitpunkt ist denkbar schlecht gewählt. Warum tut sie so etwas ausgerechnet jetzt? Ich hatte mich schon so auf die Gärten des königlichen Flügels gefreut. Die haben aber auch keine anderen Sorgen hier, oder? Furchtbar sowas. Wirklich furchtbar. Erfordert Schlüssel zum königlichen Flügel. Wo bekommen wir den denn jetzt her? Zwerge? Okay. Tafel lesen. Na, Tafel lesen. Der Winterpalast, die große Bibliothek von Halam Chiral. Die Büchersammlung des Winterpalasts ist eine der größten der Welt. Lediglich die Bibliotheken der Universität von Orlais sowie des kaiserlichen Palastes können sich mit ihr messen. Die Regale wurden von dem berühmten Tischler Gustav aus Valfontaine entworfen sowie gebaut und zeigen seine herausragende Intarsien-Technik besser als jedes andere seiner noch erhaltenen Werke. Ein Auszug aus, eine architektonische Geschichte von Orlais, Band 1, kennen wir auch schon.
Versperrt. Versperrt. Das heißt, wir kommen hier gerade gar nicht weiter. Ah, lauschen. Also, ich habe kein Wort verstanden. Gut geflüstert. Der Text hat sehr komisch geklungen. Aber okay, wir kommen hier nicht weiter, wie es aussieht. Wir müssen weiter voranschreiten. Schade. Oder kommen wir hier durch? Öffnen. Der Gästeflügel ist im Augenblick nicht öffentlich. Ah, hier, lauschen. Dürfte nützlich sein. Und darauf kommt es an, habe ich jetzt verstanden. Mehr gibt es hier nicht zu lauschen. Ich möchte nichts verpassen, um ehrlich zu sein. Aber schon gut gemacht, oder? Also die ganze Rolle, die wir hier spielen, dass wir überhaupt diesen Hof besuchen, von der Idee her wirklich genial. Aber okay, ich würde sagen, wir gehen weiter und betreten den Ballsaal. Großherzog Gaspar. Das wird sicherlich nicht gerade einfach, hier jetzt unseren Ruf zu wahren. Ich habe ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Und nun begrüßen wir Großherzog Gaspard de Chalon und an seiner Seite Lord Inquisitor Trevelyan, Sohn von Ben Trevelyan von Austwick. Hirte und Leine des abwegigen Templerordens, Läuterer der Ketzer aus den Reihen der Gläubigen. Der Kerl schreibt bessere Geschichten als ich. Streiter der gesegneten Andraste. Seht ihr diese Gesichter? Köstlich. An der Seite des Inquisitors, Sucherin Cassandra, Allegra, Portia, Calogera, Philomena. Ja, macht weiter. Pentagast, 14. Cousine des Königs von Evara, Heldin von Olay, rechte Hand der Göttlichen. Der bekannte Dichter Varric Tethras. Oberhaupt des Hauses Tethras, Deshir von Kirkwall, für die Händlergilde der Zwerge. Lord Dorian Parvis, Mitglied des Zirkels von Virantium, Sohn von Magister Lord Hallward Parvis von Azariel. Sir Cullen Stanton Rutherford von Honleith, Kommandeur der Streitkräfte der Inquisition, ehemaliger Kommandant von Kirkwall. Lady Leliana, Nachtigall des kaiserlichen Hofs. Veteranin der fünften Verderbnis. Truchsess der Inquisition und linke Hand der Göttlichen. Und Lady Josephine Charette Montillier von Antiva, Botschafterin der Inquisition. Ich möchte gerade ungern hier die Atmosphäre und die Inszenierung zerreden, wenn ich ehrlich sein darf. Aber schon beeindruckend, oder? Base, werte Schwester. Großherzog, es ist uns stets ein Vergnügen, wenn ihr uns beehrt. Spart euch eure Höflichkeiten, Selene. Wir haben viel zu besprechen. Wir werden verhandeln, sobald wir unsere anderen Gäste begrüßt haben. Inquisitor? Lord Inquisitor, herzlich willkommen im Winterpalast. Darf ich vorstellen, unsere Base, die Großherzogin von Leeds.
ohne die dieser Ball nicht möglich gewesen wäre. Was für ein unerwartetes Vergnügen. Ich wusste gar nicht, dass die Inquisition uns die Ehre erweist. Wir unterhalten uns später, Inquisitor. Euer Kommen ist wie ein kühler Wind an einem Sommertag. Dankeschön, Dankeschön. Das Wetter könnte umschlagen. Unter uns ist ein Mörder. Die Wahrheit herausrücken, es ist mir eine Ehre. Ja, ich weiß ja nicht. Wir bleiben erstmal höflich. Ich freue mich, hier zu sein, Eure Majestät. Wir haben schon viel von euch gehört, Inquisitor. Eure Taten sind in aller Munde. Wie gefällt euch Halam Shiral? Sagt den Ball ab. Mir fehlen die Worte, es ist entzückend. Ja, die Worte fehlen mir wirklich. Ich kann es nicht beschreiben. Mit Worten würde ich der Schönheit Halam Shirals nicht gerecht. Eure Bescheidenheit ehrt euch und spricht für die Inquisition. Wir hoffen, ihr werdet euch im Ballsaal amüsieren, Inquisitor. Wir freuen uns schon, euch tanzen zu sehen. Inquisitor, auf ein Wort, wenn ihr kurz Zeit habt. Sag mal, Livette, wie geht es Mama und Papa? Sind sie gesund? Liliana? Ich bin ganz Ohr. Josephine! Oh, Josephine, ist er das? Ja, die Kaiserin. Inquisitor, bitte erlaubt mir, euch meine kleine Schwester vorzustellen. Yvette Gabriella Montillier. Ui, okay. Das ist nicht Liliana, Entschuldigung, das ist natürlich Josephine. Ja, es ist mir ein Vergnügen. Schön, eure Bekanntschaft zu machen, Lady Montillier. Inquisitor, ich habe schon so viel von euch gehört, aber längst nicht alles. Josephine schreibt mir zwar, aber sie erzählt mir nie etwas. Stimmt es, dass ihr rote Templer aufgespürt habt, die Ketzer geopfert und Blut aus den Adern von Magiern getrunken haben? Yvette! Das sagen in Antiva alle. Und? Stimmt es? Das ist alles übertrieben. Es gab dort zwar dunkle Magie, ja, aber sie war nicht ganz so blutrünstig. Oh, habt ihr auch überall nachgesehen? Das reicht jetzt, Yvette. Wirklich. Oh Mann, interessant. Aber okay, wen würdet ihr unterstützen? Was ist eure Meinung? Hinter welche Partei sollte sich die Inquisition stellen? Selene hat den Thron seit Jahren erfolgreich inne. Ich sehe keinen Vorteil darin, sie zu ersetzen. Gespard hat militärische Feldzüge geleitet, aber noch nie ein Königreich. Sein Wechsel an die Macht wäre, nun, nennen wir es mal chaotisch. Das sehe ich genauso. Ja, und der Abend. Als hätten wir keine anderen Probleme. Genießt ihr den Ball? Ich treffe viele. Die Tanzerei langweilt mich, euer Gnaden. Aber die Galerie der Kaiserin ist überwältigend. Yvette? Tut mir leid, Josie. Sprecht weiter, Josephine. Val Royaux muss fast leer sein, nachdem so viele seiner Adligen hier sind. Sie haben bemerkt, dass die Kaiserin euch besondere Aufmerksamkeit widmet. Allerdings wissen sie noch nicht, wie sie Kapital daraus schlagen sollen. Das wird nicht lange so bleiben, fürchte ich. Oh Mann, und ich fürchte, dass der Attentäter auch nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Erzählt mir von euch, Lady Yvette. Das ist das erste Mal, dass ich eine von Josephines Verwandten treffe. Sie hat gewiss nicht die Künstler erwähnt. Ich habe bei den königlichen Meistern in Antiva Malerei studiert. Du solltest stolz auf mich sein, Josie. Ich werde meine Werke in der nächsten Saison im größten Salon der Stadt ausstellen. Hast du tatsächlich mal ein Gemälde fertiggestellt? Ich muss warten, bis mich die Muse küsst. Und ich muss die Rechnungen deiner Lehrer bezahlen. Oh Mann. Ja, okay, das soll mal reichen an der Stelle. Wir sehen uns dann später. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, als hätten wir keine anderen Probleme. Darunter kommen wir nicht. Die Inszenierung hier bei dem Ballsaal ist aber mal wieder phänomenal. Es ist wahr? Die Templer? Cullen. Kommandant Cullen. Dann hoffen wir, bitte, Inquisitor, kann ich euch irgendwie helfen? Ja. Je schneller wir diesen Attentäter finden, desto besser. Meine Meinung. Ja, Ratschläge. Habt ihr einen Rat für mich? Gesellschaftliche Ereignisse der Orlesianer sind nicht mein Fachgebiet. Es gibt hier nur wenige, denen wir trauen können. Seid vorsichtig. Oh ja, dessen bin ich mir bewusst. Cullen übrigens einer der sympathischsten
in der Führungsebene, ich weiß nicht, der ist mir einfach wahnsinnig sympathisch. Von seiner Art her und vor allen Dingen auch, dass er mit dem Lyrium so als Beispiel vorangeht, finde ich bewundernswert. Ja, und ihr habt auch hier Bewunderer. Ihr habt hier eine stattliche Zahl von Bewunderern. Wer sind all diese Leute? Ich weiß es nicht, aber sie wollen mich einfach nicht in Ruhe lassen. Sehe ich es richtig, dass ihr euch nicht sonderlich amüsiert? Im Augenblick sind mir sogar meine Kopfschmerzen lieber als diese Gesellschaft. Das ist ziemlich eindeutig, gut so. Ja, aber auf welche Seite würde sich Cullen stellen? Ich vermute beinahe auf die militarisierte Seite. Wen sollte die Inquisition eurer Meinung nach unterstützen? Gaspards Anspruch auf den Thron ist berechtigt. Orle braucht jemanden, der auf die derzeitige Krise reagieren kann. Ein militärisch denkender Herrscher scheint mir da die beste Lösung zu sein. Mir eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Ist euch irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Noch nicht. Aber es wäre auch einfacher, wenn die Leute aufhören würden, mit mir zu reden. Andere Leute, meine ich. Nicht ihr. Ja, ja, hab schon verstanden. Wir unterhalten uns später. Ich warte auf euer Signal. Ja. Die Witwe. Vielleicht können wir später plaudern, Inquisitor. Ja, gut, dann halt später. Das soll mir doch egal sein. Aber ich frage mich, Westflügel, wo ist Liliana hin? Lesen. Kompendium des Orlesianischen Theaters. Ich denke mal, das könnt ihr selber lesen, vorbehalten. So, spielen. So. Orlesianer. So, wie gesagt, gerne pausieren und selber lesen. Aber ich denke mal, das wäre zu viel des Guten. Haben wir hier noch irgendetwas zu tun? Es scheint mir nicht so. Was hat sie in die Westgrate geführt? Die Gegend ist eine Wüste. Freust du dich überhaupt? Die Westgrate waren wirklich ein Horror. Der einzige Überlebende im Tempel der Heiligen Asche. Ja. Ach Gott, schön. Aber wir haben doch andere Probleme, Leute, als hier auf dieser Feier zu sein. Natürlich müssen wir die Königin beschützen, die Kaiserin, aber... Meine Güte. Die Statuen hier überall, diese Feierlichkeiten, draußen geht die ganze Welt vor die Hunde. Die Inquisition ist die einzige Einheit, die sich darum kümmert, irgendwie die Risse zu schließen und für Ordnung zu sorgen. Und die Kaiserin feiert hier ihre Paraden. Eigentlich müsste wirklich mal ein Thronwechsel her mit irgendjemandem, der auch wirklich Herr der Lage sein will. Denn sie scheint ja tatsächlich nur hier an ihre Feier zu denken. Meine Güte, ist ja furchtbar. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Wo ist denn dieser Diener schon wieder? An den Hintern gefasst? Wer hat wem an den Hintern gefasst? Ihr müsst mit mir tanzen, Kommandant. Ihr könnt doch nicht den ganzen Abend nur herumstehen. Vielen Dank, aber ich fürchte, ich muss ablehnen. Liliana, gesellschaftliche Druckmittel, wo denn? Überbringe Lilianes skandalöse Geheimnisse. Ich weiß ja nicht mal, wo Liliana ist. Da hinten ist Josephine. Die Witwe. Vielleicht ein andermal. Will nicht mit uns reden. Tür ist zu. Ja, ja, der dritte, der vierte, der fünfte. Boah, die haben ja echt kein anderes Problem. Ich muss hier weg, Leute. Das erinnert mich sowas von an die Französische Revolution. Ja, nur die Frage ist, wer ist hier der dritte Stand? Welcher die Inquisition? Ich hoffe mal, dass wir keine finanziellen Hilfsmittel bezahlen. Ich hatte gehofft, ich würde euch hier finden. Was hat der Herzog gesagt? Er beschuldigt Botschafterin Briella. Die Botschafterin plant etwas, aber wir sollten uns nicht auf sie konzentrieren. Der beste Platz, um Selene etwas anzutun, ist an ihrer Seite. Kaiserin Selene fasziniert jede Art von Mystizismus. Prophezeiungen, Gespräche mit den Toten, derlei Hokuspokus. Sie hat eine okkulte Beraterin. Eine Abtrünnige, die Kaiserin und wichtige Mitglieder ihres Hofstaats um den Finger gewickelt hat. Ich hatte schon mit ihr zu tun. Sie ist absolut skrupellos und zu allem fähig. Diese blöde Meldung immer wieder. Am Hof ist also eine Abtrünnige. Wie kann Selene am kaiserlichen Hof offiziell eine Abtrünnige beschäftigen? Am kaiserlichen Hof gab es schon immer einen offiziellen Posten für einen Magier. Bis jetzt war er allerdings nicht viel besser als der des Hofnarren.
Vivienne ist die Erste, die aus ihrer Stellung echte politische Macht bezieht. Als die Zirkel rebellierten, wurde im Prinzip jeder Magier zu einem Abtrünnigen. Der Begriff hat seitdem viel von seiner Schärfe verloren. Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, die Abtrünnigen in Dragon Age Origins waren ja noch eine ganz andere Facette. Ja, dem sollten wir nachgehen. Magische Gedankenkontrolle, das hätte ich eher wissen sollen. Ja, ändert jetzt auch nichts mehr, aber wir müssen dem natürlich nachgehen. Das klingt genau nach der Person, die wir suchen. Wir sollten sie überprüfen. Hier scheint nichts zu sein, wie es scheint. Beide Spuren führen zum Gästeflügel. Ich denke, dort sollten wir anfangen. Ich rede mit unseren Spionen. Vielleicht erfahre ich dadurch etwas mehr. Ich bin im Ballsaal, falls ihr mich braucht. Irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht. Cassandra? Dieser Ball ist Zeitverschwendung, genau wie jeglicher orlesianischer Unsinn. Lasst uns den Helfer der Venatori ausfindig machen und von hier verschwinden. Ganz meine Meinung. Lust zu tanzen, das muss ja wirklich nicht sein, oder? Ist euch schon irgendetwas Erwähnenswertes aufgefallen? Noch nicht. Ich gebe euch Bescheid. Alles klar. Nein, ich werde nicht mit der tanzen. Die hat auch gerade schon gesagt, sie war ja sehr ablehnend. Bleibt wachsam. Wir wissen nicht, wo sich der Feind versteckt hält. Ich halte die Augen offen. Je schneller wir diesen Ort wieder verlassen, desto besser. Und genau deshalb werden wir auch nicht tanzen, um Gottes Willen. Ja, wir sollen also jetzt die große Bibliothek durchqueren und Informationen über die okkulte Beraterin der Kaiserin sammeln. Das Ganze machen wir dann beim nächsten Mal, Leute. Das sollte mal ein erster Einblick hier in den Winterpalast und vor allen Dingen in den Ball gegeben haben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und vor allen Dingen, ob wir den Attentäter finden und wer der Attentäter ist. Vielleicht ja die Abtrünnige. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.